Hallo zusammen. Ja, das erste große Projekt in Sachen Umbau, Renovierung, Verschönerung ist abgeschlossen. Die neue Küche ist drin. Und in diesem Video zeige ich euch so ein bisschen den Weg dahin, sprich von der ganz alten, altmodischen Küche bis jetzt hin zur modernen neuen Küche. Wir haben also währenddessen natürlich alles ein bisschen immer gefilmt. Wie gesagt, das kommt jetzt gleich im Anschluss, dass ihr seht, natürlich mit dem kompletten Endergebnis der neuen Küche. Zum Thema Poco hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wo ich so meine Erfahrungen ja, erzählt habe, quasi wie das so gelaufen ist mit der Küchenplanung und so weiter. Und weil auch die Frage danach kam, es wird dann auch noch dem nächsten Video geben, wo ich dann auch den Rest noch quasi erzähle, wie es also weitergegangen, wie war dann letztendlich die Absprache hier wegen Aufbau, wie war der Monteur und so weiter, hat alles geklappt. Da wird es ein extra Video zu geben, wo ich da alles zu erzähle. Das hier ist jetzt wirklich rein, dass ihr so ein bisschen seht, wie ist der Weg gewesen, alles, was da gemacht wurde und natürlich das Endergebnis. Den Link zu dem anderen Video, wie die Erfahrungen überhaupt in der Küchenplanung und Beratung waren, den packe ich euch hier einfach nochmal rein. Ja, und ansonsten gehen wir jetzt in die Verwandlung von der alten und modernen Küche in die neue moderne Küche. So, heute startet Küchenumbau Part 1. Die Küche ist zwar immer noch nicht da, wir haben auch noch keinen Bescheid, ob die jetzt diese Woche, also heute ist schon Freitag, wahrscheinlich nicht mehr, noch dort angeliefert wird. Ja, Aufbauzentrum hätte ich fast gesagt, dass wir dann einen Termin ausmachen können. Aber wir fangen heute schon mal an, beziehungsweise mein Mann und ein Kollege, der ihm hilft, fangen an. Und zwar kommt natürlich das Fenster neu, das ist hier noch so ein ganz altes, das ist auch nur noch so eine Einfachscheibe drin. Ja, und die Tür kommt auch raus, also das wird jetzt schon mal gemacht. Damit das dann fertig ist, damit dann auch nicht, wenn wir dann hier neu tapezieren, da dann noch wieder irgendwas bei passiert. Ja, und damit wird dann heute mal angefangen und das wäre dann Küche Part 1. Jetzt sind alle Pins ab, Magnetpins ab. So sieht dieser Kühlschrank aus. Also nicht sehr schön. Man hat das also damit auch, oder wir haben das damit auch so ein bisschen verschönert. Den Kühlschrank behalten wir aber. Der kommt in den ja, Hauswirtschaftsraum, den wir uns da machen. Einmal, wenn man dann wirklich mal wieder für eine Fete oder sowas ein bisschen mehr kühlen muss. Aber sonst wird der einfach oben ausgestellt. Nur der Gefrierschrank unten bleibt an, weil wir in der neuen Küche oben nur wirklich so ein ganz kleines Gefrierfach haben. Der Kühlschrank oben wird ausgestellt. Das kann man also zum Glück einzeln machen. Und dann wird da einfach was drin gelagert. Also es wird noch wie ein Schrank dann quasi benutzt. Und wir haben uns jetzt auch entschlossen, zum Beispiel diesen Schrank dorthin zu stellen und keine extra Regale erstmal zu kaufen. Wir wollten uns eigentlich so ein paar Vorratsregale, wie man sie kennt, kaufen. Und dann haben wir gesagt, ach, eigentlich ist der Schrank, er sieht zwar nicht mehr schön aus, aber in dem Raum muss es auch nicht schön aussehen. Aber er ist halt noch gut. Er ist noch nirgendwo in dem Sinne kaputt, nichts. Und wenn wir den Heile dann von hier rüber in den anderen Raum bekommen, dann wird das erstmal ein Teil von unserem Vorratsschrank dort. Nächsten Dienstag ist dann das hier jetzt die Behelfsküche quasi. Ja, sieht alles ein bisschen chaotisch aus und alles provisorisch, aber das ist ja ganz egal. Hauptsache ist einfach, ich kann kochen, Herd, alles funktioniert. Ja, da drüben habe ich ja, das hatte ich ja schon gezeigt, der Kühlschrank und der andere Schrank, wo ich so ein bisschen das, was ich im Moment noch regelmäßig brauche, so ein bisschen mehr aufgebaut habe, dass ich nicht ständig in Kisten rumwühlen kann. Ja, so ein bisschen Zeugs musste halt in Kisten. Wo ich dann so rangehe. Ja, und von daher ist das ganz gut, dass wir hier diesen Wintergarten noch haben, der ja dann auch wegkommt. Aber so für jetzt ist das echt total praktisch. Okay, da liegt jetzt noch der Schmutzlappen hier beim Rumbauen gleich mal weg. Ja, aber wie ihr seht, da kann man sich echt mit behelfen. Und morgen in einer Woche wird dann ja die neue Küche aufgebaut. Und
ja, so ist es eigentlich ganz top. Ziemlich vollbracht, sagen wir es jetzt mal so. Also die Küche steht, gestern war es dann endlich soweit. Gestern Morgen kurz vor 8 kam dann der Monteur, hat alles vorbereitet und kurz darauf kamen dann die Herren und haben die Küche geliefert. Ja, und dann war gegen 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr war dann auch alles aufgebaut. Ja, und ich bin einfach nur gerade mega happy. Und ich meine, gerade wenn ihr noch vom Anfang des Videos eben in Erinnerung habt, wie die alte Küche aussah, also das sind Welten. Ja, fast fertig, sage ich deshalb, weil natürlich, ihr seht das, der ganze Raum, ist, da sind noch Kleinigkeiten zu machen. Es war einfach so, dass mein Mann natürlich auch dementsprechend den Zeitdruck hat, weil die wichtigen Sachen wie Anschlüsse umlegen und so ein Kram, das musste natürlich erstmal alles fertig, damit an dem Termin der Küchenmonteur das Ganze auch aufbauen kann. So, und dann sind so Kleinigkeiten, haben wir dann einfach mal ja erstmal liegen lassen, weil er natürlich auch den ganzen Tag sonst arbeitet und ich für sowas halt kein Händchen habe. Ja, aber ich sage mal so, selbst jetzt, wo noch hier einiges zu tun ist, ist das einfach ein ganz anderes Bild. Also was halt noch muss, ihr seht das ja, die Folie haben wir hier noch drin, das Laminat liegt, aber ja, die Fußleisten müssen natürlich noch ran. Wir hatten das jetzt erstmal gelassen, zwar hatten wir den Plan, wie die Maße sind und wo die Sachen stehen, aber wir haben gedacht, naja, lass erstmal ab, man weiß immer nicht, passt dann am Ende wirklich alles. So, von daher, ne? Dann ist es eben noch so, dass hier die Schalter noch fehlen oder die neuen Schalter mit den Kappen, wie das aussehen soll, seht ihr da zum Beispiel, da haben wir es nämlich schon fertig. Ja, und ja klar, Tür muss wieder rein, Fensterbank muss noch so ein bisschen, also da am Fenster muss es noch gemacht werden, ganz logisch alles. Aber der Großteil, das Wichtigste, es steht, ich habe gestern auch schon hier gekocht das erste Mal, habe also noch gestern Nachmittag hier erstmal alles ausgewaschen, die Schränke und so weiter und dann so das erste gekocht. Was natürlich jetzt nach und nach muss, ist, dass ich das Ganze einräume, mir erstmal klar werde, wie räume ich es denn ein. Die ganzen Sachen, die ich da in der Übergangsküche in dem ganzen Chaos hatte, die sollen natürlich erst noch mal einmal richtig durchgespült werden. Wir machen das im Moment noch in der alten Spülmaschine, eben einmal schnell die Sachen alle so ein bisschen durchspülen, damit die dann sauber und ordentlich hier in die Küche kommen. Ja, aber wie ihr seht, es ist auch wirklich viel Stauraum da, im Gegensatz zur anderen Küche, einfach auch Stauraum mit Schubladen. Das ist natürlich ordentlicher als da, war ja bei uns diese offenen Regale und es sah immer uselig aus, auch mit den Boxen, die ich dann extra mal gekauft habe, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. So und so ist es einfach viel schöner. Ja, und Stauraum, also alles das, was man hier so sieht, außer da ist halt der Kühlschrank und das ist halt beziehungsweise hier Müllbehälter und Müllmaschine. Aber sonst ist wirklich alles hier schön Stauraum, wo ich noch was unterbringen kann. Ganz besonders toll ist natürlich auch mein Apothekerschrank, wenn auch nur klein. So, und da, das ist auch, das sind Welten. Ich brauche das jetzt nicht mehr alles ausräumen, um zu gucken, was ist denn jetzt nun hinter, hinter dem Paprika Edelsüß oder so, sondern ich kann das alles jetzt ganz bequem gucken. Ja, und hammermäßig ist, wie ich finde, dass dieser Spritzschutz, dieses New York-Bild. Ja, das sah ja schon auf der
Zeichnung hätte ich fast gesagt, beziehungsweise wie der Herr bei Poco uns das gezeigt hat, auf dem Bildschirm schon toll aus, aber in Natura ist halt nochmal was ganz anderes. Und ja, und dann natürlich der Backofen mit ja, komplette Selbstreinigung. Ich vergesse immer, wie das im Fachbegriff heißt, ist auch egal, ihr wisst es vielleicht, steht ja auch überall drin, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen. So, dann ist es so, dass ihr hier eben auch das ganze per Teleskop rausziehen könnt, also auch schön bequem. Und natürlich die Höhe einfach. Ne? Also wenn ich dann zwischendurch den Backofen einfach mal so sauber mache, dann brauche ich mich nicht mehr auf die Knie setzen oder so die ganze Zeit in der Hocke. Komm da vernünftig ran. Das ist einfach, das sind Welten. Ich bin einfach nur happy gerade mit der Küche. Ja, und hier, wie gesagt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die mein Mann noch so innerhalb dieser Woche jetzt erledigen will. Heute ist Mittwoch, wo ich das hier aufnehme. Ist dann das erste große Projekt, die Küche, abgeschlossen. Ja, und dann geht's bald weiter. Ihr seht das ja, da ist noch Chaos pur. Die Bedarfs- oder die Behelfsküche, die alte, wird dann endgültig abgebaut und alles muss weg auf den Schrott oder Sperrmüll. So, und dann, ja, dann kommt es soweit, dass der Wintergarten abgerissen wird, der Abstellraum, der da entstehen soll, halt ja noch fertig muss mit Dach und so weiter, vernünftig. Ja, und dann natürlich auch noch unser Badezimmer. Dann, also die drei Großprojekte hatten wir ja für diesen Sommer. Und ja, das erste ist so gut wie fertig. Und da bin ich schon mega, mega happy. Wenn der Rest eben auch so toll klappt, dann freue ich mich. Ja, und da wird es natürlich entsprechend auch Videos zu geben. Und ja, aber damit ist es jetzt erstmal hier soweit erledigt und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video.